So, meine Freunde, willkommen wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Worms Clan Wars. Ich habe es leider nicht geschafft, gestern pünktlich wieder eine weitere Folge rauszubringen. Das lag daran, weil ich mir Windows 8.1 drauf gespielt habe. Jetzt machen wir heute deshalb erst mit der nächsten Folge weiter. Ich kann gleich sagen, ich habe gerade schon mal versucht zu spielen und es gibt ein Problem und ich kann es mir noch nicht so hundertprozentig erklären. Hier habe ich super 30 FPS, sobald ich ins Spiel reinkomme, bin ich bei 10. Wenn ich die Aufnahmen per DxTory aber neu starte, bin ich plötzlich auch wieder bei 30. Deshalb machen wir Folgendes, wir gucken uns hier kurz den Vorspann an, gehen rein und dann, bevor es richtig losgeht, starte ich dann nochmal. Vielleicht kriegt ihr das auch gar nicht dann mit. Also wir hören uns mal hier an, wie es in, warum, worum es in neuen Level geht. Oh, great. Mesmer's ordered his worms to rig this museum exhibit with an array of secret doorways, switches, whatnots, thing gummy bobs and doodahs. He's madder than a wardrobe full of flamingos, that one. You need to trigger all the necessary switches and get Melado there, with the vital equipment and the map, through it all safely. Never rains, but it whittles down. I don't know. Ja, also, dieses Level hat, hat den wunderschönen Namen, eine Wahnsinnsnummer. Und wir gehen jetzt mal rein. Ihr werdet das auch gleich sehen. Das erstaunlicherweise, wir jetzt bei 10 FPS sind. It's like a funhouse, but with added depth. The vital switches you need to stand on to trigger are placed here, here, and here. Mesmer's hypnotized goons aren't going to want you to do that, so it's time to make a few widows, I'm afraid. Move quickly, as your worms are on the verge of surrendering, thinking they've hit a dead end. Ja, also wir haben zugehört. Jetzt werde ich kurz die Aufnahme unterbrechen. Und jetzt bin ich wieder da und wir sind wieder bei 30 FPS, also wie das, warum das so ist, habe ich echt keine Ahnung, aber es ist viel angenehmer so. Scheinbar muss ich da hoch, habt ihr ja gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dauerhaft so, dass ich immer am Anfang abbrechen muss. Ich weiß nicht, soll ich jetzt direkt hochgehen oder erst den Killer killen? Und den kleinen, aber ich glaube, ich bringe erstmal den kleinen hier um. Jawohl, hat geklappt. Und wir sind wieder nur bei 15 FPS. Hat was mit dem vielen Wasser hier zu tun. Keine Ahnung. So, dann schnell weg von hier. Wurmauswahl tätigen. So. Und hier eigentlich wollte ich wollte hier eigentlich nicht lang, sondern ich wollte hier oben lang. Da muss ich noch überlegen, wie ich es sauber mache. Nein, so nicht. Aber ihr wisst, worauf es hinausläuft. Jetzt habe ich aber das Seil nicht mehr. Was mache ich denn jetzt ohne Seil? Ajo, man kann ja auch da hochgehen, du Vollidiot. Manchmal stehe ich echt extrem auf dem Schlauch. Na, komme ich da noch hoch mal? Ah, oh, ich befürchte Schlimmes. Wie war denn das nur? So, man kann doch gerade springen. Oh, oh.
Das heißt, ich darf jetzt hier drauf stehen bleiben. Das ist ja eigentlich cool. Ich werde nämlich wieder der Wurmwal bedienen. Da muss man jetzt den richtigen Moment finden. So. Das heißt, jetzt können die anderen mit raus. Das ist schon mal sehr gut. Danke dir, Hank. Jetzt ist Hank natürlich wieder dran. Mir ist das jetzt total egal, wer dran ist. Wir nehmen mal hier den Kleinen. Und der müsste dann einfach nur zum nächsten Checkpoint drin, weil so wie das gerade für mich aussieht, bringen die Würmer sich da eigentlich mehr oder weniger gerade gegenseitig um. Der Checkpoint war ja hier unten. Gucken, ob das jetzt schon hilft. Kommt was vom Pisco oder ist er in drei Runden tot? Endlich hat er diese Scheiße mit dem Wasser ausgemacht. So. Ich bin ja hier. Warum kriege ich das jetzt nicht auf? Da müssen wir jetzt dafür anfangen, die Würmer umzubringen. Kann ja auch sein, also. Will ich das nämlich einfach versuchen? Hat schon geklappt bei ihm. Ja, bei ihm wird es nicht klappen, aber man kann ja einfach mal. Man kann ja einfach mal hereinschießen. Kann es sein, dass sich die Tür erst öffnet, wenn wirklich alle tot sind? Das ist ja doch eigentlich sowieso gleich gleich tot. Jetzt kann ich einfach mal. Ich bringe jetzt einfach mal den Fetten hier rüber bis zum nächsten Checkpoint. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Hey, nein! Also, alles cool. Ah, nee, war doch nicht da unten noch was? Jetzt erinnere ich mich doch gerade. Warum geht das nicht auf? Ich stelle irgendwie sowas vorliegen. Nein. Aha, das war so. Jetzt sind alle Türen geöffnet. Okay. Hank ist dran. Ich will, dass Dennis dran ist.
Ah, das ist die Tür, die jetzt aufgeht. Das ist die, mit der ich am wenigsten gerechnet hätte gerade. Okay, so passiert erstmal nichts. Komme ich da mit dem Henker eigentlich so sanft wieder runter? Ja, nur wenn ich den... Nur wenn ich den Weg nehme, über den ich gekommen bin. Oh, oh, oh. Mein Gott, diese kleinen Würmer, ne? Die können springen. So. Dann kann ich ja mit dem Henk mich mal hier. Oh, ich hab ja gar nicht. Tissue. So, ich habe ihn jetzt zwar getroffen. Aber nicht bei weitem nicht so optimal, wie ich es gerne gehabt hätte. Können wir uns ja mal kurz. Einen Überblick über die Lage verschaffen. Ja, lass uns doch einen Wurmwahlwechsel machen. Den Henk jetzt den einen da umbringen. Also jetzt nicht den Usum, sondern. Boah, wenn ich den jetzt da treffe, das ist natürlich. So, den habe ich jetzt und den müsste ich beim nächsten Schuss auch haben. Wird damit noch zwar noch 5 Punkte haben. Ja, das ist gefährlich. Oh, der trifft voll. Aber jetzt kann ich da unten gut die beiden umbringen, ne? Mache ich wieder einen. Also nicht umbringen, aber angreifen. Mache ich wieder einen Wurmwechsel. War so eine Frage. Hier komme ich doch niemals so einfach durch, oder? Nein. Scheiße! Ich wollte gerade, war gerade am Losspringen. Hat das nicht funktioniert. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal einen Henk. Langsam müsste es ja aufgehört haben zu brennen. Na, oder ich bringe die anderen beiden erstmal um. So, der hinten ist nämlich jetzt tot. Und bei ihm hat es leider nicht geklappt. Scheiße, Mann. Den trifft er natürlich nochmal. Das ist natürlich extrem mies. Boah, ich glaube, ich treffe den da oben nicht.
Doch. This is but beginning. So. Na, was mache ich denn? Nein, der springt da genau mit da rein. Hank ist unser bester Mann. Und dann springt der genau mit da rein. Ja. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Was macht der eigentlich gerade? Dennis müssen wir bald mal da unten rausholen. Arschloch. Na gut, dann werde ich gleich den Money. Machen wir so, der Hank wird sich jetzt noch einmal drum kümmern und dann in der nächsten Runde. Dennis hat auch nochmal welche bekommen. So. So, hat die unten auch noch ein bisschen was abgezogen bekommen. Oh, wow, wow, wow. Ach, der Hank kann noch eine Runde aushalten. Hank, der Dennis, mein ich. Sorry. Aber das hier muss jetzt, der Hank muss das jetzt hier. Zu Ende bringen. Ja, wollte schon gerade sagen, normalerweise müsste sich da jetzt hier die Tür öffnen. Was zum Glück auch passiert, aber ich sehe ein Riesenproblem. Außer ich schieße die Spitze da ein bisschen weg. Aha, hat funktioniert. Jetzt holen wir mal den Dennis unten raus. Wir können den Dennis unten nicht rausholen. Ja, scheiße, direkt rübergesprungen. Ja, ich glaube, jetzt muss ich einfach nur noch durchrennen mit Valentin und dann wird der andere Dicke da hinten runterfallen und dann war's das. Dann könnte es doch sein, dass Hank überlebt. So, und er fällt jetzt runter. Und ist tot. The lad over the map has been kidnapped. Rotten enemy worms and their teleporting business. It's not cricket, you know. Okay, you'd best get after them. We haven't come this far to give up now. Besides, I've already got a buyer for the stone carrot once we get it back from the evil Lord Crowley Mesmer, a bloke called Count Doom Reaper. Sounds nice enough on the phone. Ja, wir haben es wieder geschafft. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut und bis dahin.